Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Bin immer noch auf der Suche nach der Münze. Und ich weiß es nicht. Probiere jetzt alles nochmal durch. Und dann schauen wir mal, vielleicht redet ja die Leni wieder mit uns. Ihre Verweigerungshaltung wird sie nicht weiterbringen im Leben. Die Truhe, die Junta für ihre Ausrüstung benutzt hat, ist auf dem Dachboden. Okay, danke für die Info. Ich habe schon überall gesucht. Oh. Uns fehlt eine Münze. Wie kommen wir an die verkackte Münze? Was anderes geht ja nicht. Ich glaube, ich werde das ein bisschen zusammencutten, wenn das jetzt zu lange dauert. Warte mal, Brieftasche. Ach fuck, oder? Kann man da nicht eine Münze ins Inventar legen? Das macht mich fertig. Alter, ich bin die ganze Zeit die Brieftasche und ich suche wie ein Vollidiot hier alles ab. So. Welche Koordinaten waren denn das? So. Nee. Gott. Oh Gott, welche Koordinaten waren denn das? Eieiei. Mal gucken. Was ist denn das? 100... 1, 2, 102, oder? 102,5, das geht ja nicht. Gehen wir mal zurück. 102, mal merken. Das wäre das linke Bild, oder? Das linke, das rechte. Das ist also der sogenannte Teufelskragen. Unglaublich. Oder das wäre 106. Warte mal. 108. Okay, nice. Wir können ja ein Foto machen. Das ist geil. 108. Und das andere? Das andere war doch hier drüben, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist der sagenhafte Silberspiegel. Oh, hätte ich nur Zeit zuzusehen, wie er die Farbe wechselt. Ich nehme an, Teufelskragen und Silberspiegel. Nehmt das mal mit. 72, also 072 wahrscheinlich. Tagebuch öffnen. Die Codes für die Truhe finden. Okay. Gehen wir mal zur Truhe. Ich probiere das mal. 072 und 108. Was anderes kann das nicht sein. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Weil dort so fett der Berg abgebildet ist. Es können ja nur die Koordinaten sein. Meine Güte. Kann ja nicht sein, dass ich an sowas Simplen scheitere. Das verletzt mich. Bin schon ganz traurig. Wehmütig schritt ich die Treppe hinauf. Am Dachboden. Wo der Pein meines Lebens lagerte. Ging wieder zu dieser Truhe, um nochmals zu scheitern. Also 0, 7, 2, es tut sich nichts, und 108,
Pui. Okay. Ehre wiederhergestellt. Was haben wir denn da? Ja, da... Warte mal. Da brauchen wir erstmal einen Schlüssel dafür. Und dazu schauen wir mal hier rein. Der Schlüssel ist hier nicht verbogen, aber eine Filmrolle. Wagen, Berghütte, 1937. Wagen, Berghütte, 1937. Junters Filmaufnahmen. Vom Sommer, als Dana hier arbeitete. Da steht drauf, Regie Leni. Also konnte Leni wohl doch noch ihren Film drehen. Okay. Das ist... Auf der Packung steht eigentlich Orwo, also so eine alte Filmverpackung kenne ich noch aus meiner Kindheit. Mein Vater war... Ja, der hatte eine recht teure Kamera für diese Zeit. Der hatte seinen Spaß am Fotografieren. Fräulein Junta Steinhoff, Berghütte, Silberspiegel. Ein Filmlabor. Das hat vermutlich Junters Filme entwickelt und sie danach zurückgeschickt. Ad-hoc Fotolabor Stuttgart, Deutschland. Umdrehen. Es gibt was Kein zu lesen. Kein Zweifel, das muss Junta geschrieben haben. Sommer 1937. Als Dana hier arbeitete. Mal sehen. Gestern Abend war mein Tagebuch voll. Habe ein neues bestellt, aber die Vorratslieferung an die Hütte lässt auf sich warten. Nutze inzwischen einen alten Briefumschlag. Habe heute Dana nach ihrer Schicht auf ein Pläuschchen eingeladen. Ich dachte, das ist eine Erinnerung wahrscheinlich, aber ich dachte, da kommt jetzt einfach jemand. Oh, Rotze. Ich frage mich, was Leon in ihr sieht. So vernarrt habe ich ihn noch nie erlebt. Danke fürs Kommen, Dana. Wie war deine Schicht? Gut, wie üblich. Ich bin hier gleich fertig. Dann mache ich uns eine schöne Tasse Tee. Wow, das sieht ja futuristisch aus. Was ist das? Ach, dieses kleine Ding hier ist mein Abspielgerät. Darum kommt es in die Truhe. Wozu ist das gut? Zum Zusammenstellen und Schneiden der Einlichtmuster. Der was? Einlichtmuster. So nennt man die ungeschnittenen Filmstreifen. Für heute bin ich fertig, also sei so gut und leg es in die Truhe, ja? Würde ich, wenn ich wüsste wie. Dreh einfach den Schlüssel im Schloss. Es war schon ein bisschen umständlicher, früher einen Film zu schneiden oder ein Video. Ich glaube, das würde ich mir heutzutage nicht geben. Dank des Dokuments, das Kate 2005 gefunden hat, können sie Ereignisse der Vergangenheit, die dort beschrieben sind, selber erleben. Nutzen sie die Informationen, die Dana in der Vergangenheit gewinnt, um mit Kate weiterzukommen. Drücken sie LB, um zwischen Kate und Dana zu wechseln. Das ist ja mal ein gutes Gameplay-Element. Den Schlüssel der Truhe holen. Der Schlüssel, den ich für Junta verstecken sollte. Okay. Dana, sei ein Schatz und verstaue den Schlüssel sicher. Bei diesen Bergbewohnern hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Besonders die kleine Leni schnüffelt ständig an meiner Ausrüstung herum. Ein arrogantes Mistvieh. Wo kommt der normalerweise hin? Dort drüben habe ich ein kleines Versteck. Okay, wir haben Leni nicht verraten. Und hier ist das kleine Versteck. Warte mal, ich will mir das noch angucken. Hast du das Foto gemacht? Natürlich.
Wie bist du mit Leon zusammengekommen? Ich meine, wie seid ihr... Wir sind nur befreundet, wenn es das ist, was du wissen willst. Okay. Dann auf in die Hüpfburg. Sie sind nur Freunde. Wie konntest du sie beim Training filmen? Oh, das war ein Auftrag. Da hatte ich Glück. War zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Natürlich habe ich mich auf die Chance gestürzt, weil ich dadurch Leon endlich mal in Aktion filmen konnte. Dort ist ja dieser SS-Wicht. Und Herr Höss, was macht er bei der Ursprungsexpedition? Leider haben alle von den braunen Schatten finanzierten Expeditionen so einen Aufpasser. Er ist dabei, um sicherzustellen, dass ihre Mittel so verwendet werden, wie sie es wollen. Mit anderen Worten, dass es keine Abweichungen von ihrer Ideologie gibt. Ja. Gab es aber nicht bloß im Nationalsozialismus, es gab es auch im Sozialismus. Und diese Aufpasser, die für die Partei spioniert haben. Gibt es auch heute noch. Das Radio. Er hat es umgebaut. Vermutlich, weil die Berge die Funkwellen hier oben blockieren. Gibt es auch heute noch. Heute nennt sich das Ganze Verfassungsschutz. Macht aber im Endeffekt auch nichts anderes. Haben wir das schon angeschaut? Ja. Soll ich den Schlüssel hier reinlegen? Ja, sei so gut. Ein praktisches Versteck. Wer hat das gemacht? Oh, Herr Gustav. Er weiß nur zu genau, dass manche Gäste ihre kleinen Gang... Ich muss nur noch die Dreharbeiten für morgen vorbereiten. Dann können wir nach Herzenslust plaudern. Könntest du mir aus der Dunkelkammer schnell eine neue Rolle Film holen? Dann sind wir fertig. Könntest du dir diese Rolle allein holen? Ich bin nicht dein Butler. Okay. Achso, mit Kate jetzt. Du, Kate. Das ist aber auch cool gemacht. Gefällt mir. Das so. Steckt fest. So etwas. Wie wär's denn, wenn wir diesen Karton wegschieben? Bah, weg mit dir. Eine fette Ratte. So schaut's aus. Der Schlüssel zu Juntas Truhe. Ja, ganz toll. Jetzt können wir den hier reinwürschen. Ach, man kann sich sogar die Richtung aussuchen. Krass. Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Ja, komm, klar, Mädel. Und jetzt brauchst du noch jemanden, der den Schlüssel dreht. Wo finde ich die Kombination für den Mechanismus? Ach du meine Fresse. Die Kombi für das Bildschloss finden. Oh Gott, das hätten wir wahrscheinlich vorher anschauen sollen. Gott, oh Gott. Sie haben da aber eine Menge Ausrüstung. Wie können Sie sich das denn alles leisten, wenn ich fragen darf? Ach, das ist leicht. Besonders, wenn man ein paar großzügige Kunstmäzene kennt, meine Liebe. Ich würde ja fast behaupten, sie hat einen Sugar Daddy. So, dann schauen wir mal. Okay. Hilft uns nicht. Deine Fotos sind so schön. Ah, sie stellen alle ein Element der Tier- und Pflanzenwelt der Berge dar, die ich kürzlich fotografiert habe. Ich nutze sie als Liste zum Abhaken. Ja, dich hat auch jemand zum Abhaken benutzt. Eine Checkliste, hm? Das ergibt Sinn. Ziege, Blume, Berg und Wald. Ziege, Blume, Berg und Wald. Ziege. Oh, geht sogar. Ich glaube, wir haben's.
Blume, Berg und Wald. Yes! Da haben wir dieses hochmoderne Schneidegerät für Videomaterial. Aber, warte mal, einen Film haben wir doch auch. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, nach 70, 80 Jahren leuchten diese Lämpchen immer noch an diesem Gerät. Die Batterie muss schon ein krasses Teil sein. Na, früher war alles besser. Okay. Film drauf. Und den leeren? Ja, ja, oder? Dann durchziehen. Der Bildschirm ist im Weg. Gott. Okay, man kann es hochklappen. Und gehen wir. Da haben wir es schon. Das ist ja alles sehr logisch dargestellt. Manchmal denkt man zu abgefuckt, wollte ich gerade sagen. Manchmal denkt man zu kompliziert, aber am Ende des Tages ist es der Wahnsinn. Und jetzt sehen wir hoffentlich einen Film. Sommer 1937. Verweigerungshaltung erkenne ich sofort. Ich mag diesen Athleten nicht so richtig hier, diesen Kobadis oder wie er heißt. Er hat ein Gesicht wie eine Pfeife. Es sagt mir nicht zu, aber wenn die Frauen draufstehen, warum nicht? Jeder kann sich gerne an dem abarbeiten, was er für richtig hält oder so. Ja, der Parteifunktionär in Aktion mit dem Bierkrug in der Hand. Ja, sehen wir eine kleine Kletterpartie, die nach hinten losgeht. Er war fast oben, sagen wir es mal so. Er hat es fast geschafft. Und jetzt kommt unser griechischer Adonis und wird den Berg besteigen. Wieder zurück am Abend oder am Nachmittag, wieder zurück an der Berghütte, wird erstmal ein Bier verköstigt. Die junge Leni bringt für unseren Adonis auch noch ein isotonisches Getränk. Er trinkt keinen Alkohol, er muss fit sein. Ja, und Frau Rotze schaut aus dem Fenster und winkt fröhlich in die Menge. Alle freuen sich, vor allem Adonis freut sich über dieses Winken, als würde es nach Parfüm stinken. Leni ist sichtlich angepisst. Ja, hier sehen wir nochmal diese Immobilie von innen mit dem Blick nach draußen. Und drinnen sitzen sie wieder und saufen. Noch nicht. Es wird beraten, was wir wohl als nächstes tun. Ein Stummfilm. Deswegen versuche ich das ein bisschen auszuschmücken mit meinen Worten. Hervorragend, dieser Ausblick. Die junge Frau Rotze wird gemalt vom Adonis aus Griechenland. Er nimmt Maß mit seinem Pinsel. Ach du Scheiße, das klingt so falsch. Und er malte dieses Bild, was wir mit Kate Walker gefunden haben. Jetzt kennen wir den Künstler, der es erschaffen hat. Ja, Frau Rotze ist sichtlich beeindruckt vom malerischen Können
Iris. Adonis. Ich wollte gerade Herkules sagen, aber dafür ist er doch zu schmal. Wieder angekommen im Herbst 2005. Haben wir das Video gesichtet. Okay. Arber. Mach mal auf hier. Hilft uns das in irgendeiner Weise? Abspielgerät benutzen, willst du mich eigentlich verarschen? Was habe ich denn gerade gemacht? Diese Rolle habe ich schon gesehen. Interessante Aufnahmen. Ach so, wir haben mal sehen, was auf der anderen Rolle ist. Genau, wir haben sollte zurückspulen und die erste Rolle entfernen. Fall mir nehmen ans Wort. Okay, wir spulen. Ja. Denn jeder weiß, wenn man nicht zurückgespulte Videokassetten zurück in die Videothek bringt, zahlt sie eine Strafe. Bei mir früher war das oft 1 Euro oder so wollten die haben. Ich habe das nie zurückgespult oder ganz selten. Manchmal haben die gar nicht reingeschaut. Dann manchmal doch. Wer kennt's von euch noch, Videotheken? Später konnte man sogar dann Konsolenspiele ausleihen. Wir hatten dann zum Schluss in der Stadt eine Videothek. Da war gar kein Personal mehr, das war nur noch ein Automat. Aber alles Vergangenheit leider. Ich fand das ganz cool damals, wenn man die neuesten Spiele, die waren halt immer weg. Da, also immer ausgeliehen. Da musstest du campen vor dem Scheißding, dass du es kriegst. Okay, schauen wir uns mal das nächste Band an. Zurück im Sommer 1937. Wir wachen auf. Wir befinden uns auf dem Dachboden. Lenis Film. Wir können Leni steuern. Wir untersuchen die Truhe. Ein Traum, aber diese Truhe wird uns den Blick auf den Inhalt verwehren. Wir kennen die Kombination nicht. Was soll ich tun? Ich kann nur schauen. Ach so. Nein, sie ist verschlossen. Ich rüttelte an dieser Truhe wie mancher Hater an Drachenlords Tor. Oh Gott. Und dann durchschritten wir den Vorhang. Ich sollte vielleicht mein Maul halten. Den Vorhang beiseite geschoben, glich ich mich hindurch in einen Hinterraum des Dachbodens und sah Frau Junta. Und ich wich zurück, weil ich sehr schreckhaft war in meinen jungen Jahren. Oh, eine Kamera, eine Fotomaschine und Filme. Okay, die Filme passen offenbar nicht in diese Kamera. Was tue ich jetzt? Ich finde diese alten Kameras geil mit diesem Aufziehmechanismus. Das hat was. Heute klickst du nur noch bei deinem Smartphone auf Auslösen und fertig ist der Lack. Aber damals, ja, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, als ich zu einer Schulfeier gegangen bin. Mit einer Einwegkamera, mit meiner ersten Einwegkamera von Kodak. Und ich schoss Fotos, ich habe sie entwickeln lassen. Und sie sind alle verschwunden. Über die Jahre. Aber es war halt cool. Jetzt sind wir nicht mehr auf dem Dachboden. Wir lassen die Treppe wieder hoch. Vater fegt am Fuß der Treppe. Wir schleichen uns in unser Zimmer. Oder auch nicht. Wir schleichen uns weiter hinter
im Gang, bis ans Ende des Ganges. Wir sehen Adonis im Spiegel. Wir filmen uns. Ja, so sah das früher aus. Ihr kennt ja die Fotos bestimmt von Instagram und so. Wenn die Mädels mit ihrem Handy in der Kralle sich vorm Spiegel fotografieren, was ich für übelst nutzlos halte, aber so sah das früher aus. Adonis, was tut er da? Er redet wir, kann nur schauen. Nee, wir können die Tür schieben. Okay, das sah aus wie ein Streit. Willkommen zurück im Jahr 2005. Jenny hat nicht gesagt, dass sie einen Streit zwischen Dana und Leon gefilmt hat. Ich spreche besser nochmal mit ihr darüber. Ja, das tun wir, aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, meine kleine Stummfilmvertonung hat euch ein bisschen gefallen. Wenn nicht, schreibt mir das bitte, dass ihr es absolut zum Kotzen findet und so. Würde mich freuen, da könnte ich das in Zukunft unterlassen. Und wenn nicht, dann wird es nur noch so sein. Okay. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi, Leute. Yeah.